So, wir werden immer wieder gefragt, wenn wir Eichenprozessionsspinnerbekämpfung machen wollen an Bäumen, ob wir dann die Rinde schädigen und den Baum schädigen können. Wir haben jetzt hier mal so ein Grillthermometer genommen und ein Loch gebohrt, führen das mal ein hinter die Rinde und gehen jetzt mit dem heißen Wasser auf den Stamm. Also ich bleibe nicht da unten, ich gehe noch weiter nach oben. Ich möchte nur die Temperatur einmal hochsetzen und wir wollen jetzt einfach mal gucken, wie lange das dauert, bis die Temperatur spürbar nach oben geht. Normalerweise wird die Rinde geschädigt irgendwo um 60, 65 Grad und ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, dass das Wasser nicht in das Loch läuft, aber ich gehe direkt auf die Rinde und theoretisch müsste man jetzt auf dem Thermometer schon irgendwo sehen, dass sich die Temperatur bewegt. Die Zeit brauchen wir jetzt hier nicht stoppen, das können wir dann machen, wenn wir mit dem Versuch soweit durch sind. Aber in unserem ersten Versuch war es sogar so, dass die Temperatur nach unten gegangen ist. Das war aber irgendwo ein Fehlversuch. Das Spiel ist im Grunde genommen jetzt, dass das Wasser wirklich nach unten läuft und uns nicht oben in die Bohrung reinläuft. Ja, auch hier ist es wieder so, gefühlt wird es eher kälter. Also wie man sieht, haben wir hier gar keine Veränderung, aber wir ziehen den einfach mal raus, damit ihr seht, dass wir nicht gefaked arbeiten. Jetzt ist es so, dass das Thermometer geht rauf. Hier können wir auch mal gucken, was kommt da wirklich an Dampf an, also 85 Grad. Das ist im Bereich Steak, Schuhsohle. Und von daher können wir hier einfach sagen, wir können das noch länger rüberlaufen lassen. Aber an der Rinde wird nichts passieren. Wir waren direkt hier drunter. Schau nochmal. Wir haben hier die Bohrung gemacht. Die habe ich auch direkt da drunter gemacht. Das heißt, wir haben hier irgendwo so einen nicht ganzen Zentimeter. Die Bohrung geht auch gerade rein. Also auch da ist es nicht gefaked, dass ich in den Stamm gehe. Und wir können hiermit sagen, nach unserem Versuch mit ganz einfachen Dingen an dem Baum passiert gar nichts, aber den Eichenprozessionsspinner kriegen wir weg mit Heißwasser. Wenn ihr mehr wissen wollt, meldet euch bei uns bei MMV. Wir helfen euch weiter. Wir verkaufen Technik von Empass und können euch damit ganz, ganz viele Lösungen bieten. Bis dann, ciao.